Kapitel 40. Im 25. Jahr unserer Gefangenschaft, im Anfang des Jahres, am 10. Tag des Monats, im 14. Jahr, nachdem die Stadt eingenommen war, eben an diesem Tag kam die Hand des Herrn über mich und führte mich dorthin. In göttlichen Gesichten führte er mich ins Land Israel und stellte mich auf einen sehr hohen Berg. Darauf war etwas wie der Bau einer Stadt gegen Süden. Und als er mich dorthin gebracht hatte, siehe, da war ein Mann, der war anzuschauen wie Erz. Er hatte eine leinene Schnur und eine Messrute in seiner Hand und stand unter dem Tor. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, sieh her und höre fleißig zu und merke auf alles, was ich dir zeigen will, denn dazu bist du hierher gebracht, dass ich dir dies zeige, damit du alles, was du hier siehst, verkündigest dem Hause Israel. Und siehe, es ging eine Mauer außen um das Gotteshaus ringsherum. Und der Mann hatte die Messrute in der Hand, die war 6 Ellen lang. Jede Elle war eine Handbreit länger als eine gewöhnliche Elle. Und er maß das Mauerwerk. Es war eine Rute dick und auch eine Rute hoch. Und er ging zum Tor, das an der Ostseite lag, und ging seine Stufen hinauf und maß die Schwelle des Tores, eine Rute tief. Und jede Nische des Tores war eine Rute lang und eine Rute breit. Und der Raum zwischen den Nischen des Tores war 5 Ellen breit. Und auch die Schwelle des Tores an der Vorhalle des Tores gegen den Tempel hin maß eine Rute. Und er maß die Vorhalle des Tores, 8 Ellen, und ihre Pfeiler 2 Ellen. Und die Vorhalle des Tores lag gegen den Tempel hin. Und die Nischen des Tores, das an der Ostseite lag, waren 3 auf jeder Seite, jede so weit wie die andere, und die Pfeiler auf beiden Seiten waren gleich breit. Und er maß die Weite der Öffnung des Tores 10 Ellen, und die Länge des Torweges 13 Ellen. Und vorn an den Nischen war eine Schranke, auf beiden Seiten je 1 Elle, aber die Nischen waren je 6 Ellen auf beiden Seiten. Dazu maß er das Tor von der Rückwand der Nischen auf der einen Seite bis zur Rückwand der Nischen auf der anderen Seite, 25 Ellen, eine Öffnung lag der anderen gegenüber. Und er maß die Öffnung der Vorhalle 20 Ellen, und bis zum Pfeiler des Tores reichte der Vorhof ringsum. Und vom Tor, wo man von außen hineintritt, bis zur Vorhalle am inneren Tor waren es 50 Ellen. Und es waren Fenster mit Stäben davor an den Nischen nach innen am Tor auf beiden Seiten. Ebenso waren auch Fenster an der Vorhalle nach innen auf beiden Seiten. Und an den Pfeilern waren Palmwedel dargestellt. Und er führte mich weiter zum äußeren Vorhof, und siehe, da waren Kammern und ein Pflaster rings um den Vorhof angelegt. 30 Kammern lagen an dem Pflaster. Und das Pflaster lief auch zur Seite der Tore, die ganze Seitenwand der Tore entlang. Das war das untere Pflaster. Und er maß die Breite des Vorhofs von dem unteren Tor an bis außen vor den inneren Vorhof, 100 Ellen. Das war der Osten, und nun der Norden. Er maß auch das Tor am äußeren Vorhof, das an der Nordseite lag, nach der Länge und Breite. Das hatte auf jeder Seite 3 Nischen, und seine Pfeiler und seine Vorhalle waren ebenso groß wie am ersten Tor, 50 Ellen lang und 25 Ellen breit. Und seine Fenster und seine Vorhalle und seine Palmwedel waren gleich wie am Tor an der Ostseite. Und es hatte 7 Stufen, die man hinaufging, und hatte seine Vorhalle auf der Innenseite. Und ein Tor zum inneren Vorhof lag gegenüber diesem Tor, das an der Nordseite lag, wie bei dem Tor an der Ostseite. Und er maß 100 Ellen von einem Tor zum andern. Danach führte er mich nach Süden, und siehe, da war auch ein Tor an der Südseite, und er maß seine Pfeiler und seine Vorhalle. Sie waren gleich den andern. Und es waren Fenster an ihm und an seiner Vorhalle ringsherum gleich jenen Fenstern, und es war 50 Ellen lang und 25 Ellen breit. Und 7 Stufen führten hinauf, und es hatte eine Vorhalle auf der Innenseite
und Palmwedel waren an ihren Pfeilern dargestellt auf jeder Seite. Und es gab auch ein Tor zum inneren Vorhof an der Südseite, und er maß 100 Ellen von dem einen Südtor zum anderen. Und er führte mich weiter durchs Südtor in den inneren Vorhof und maß dieses Tor. Es war gleich groß wie die anderen, mit seinen Nischen, seinen Pfeilern und seiner Vorhalle in gleicher Größe und mit Fenstern an ihm und an der Vorhalle rings herum. Es war 50 Ellen lang und 25 Ellen breit. Und es gab eine Vorhalle ringsherum, 25 Ellen lang und 5 Ellen breit. Und die Vorhalle lag gegen den äußeren Vorhof hin, und Palmwedel waren an ihren Pfeilern dargestellt. Es waren aber 8 Stufen hinaufzugehen. Danach führte er mich in den inneren Vorhof auf die Ostseite und maß das Tor. Es war gleich groß wie die anderen mit seinen Nischen, seinen Pfeilern und seiner Vorhalle in gleicher Größe und mit Fenstern an ihm und an der Vorhalle ringsherum. Es war 50 Ellen lang und 25 Ellen breit. Und seine Vorhalle lag gegen den äußeren Vorhof hin, und Palmwedel waren an ihren Pfeilern dargestellt auf beiden Seiten, und 8 Stufen waren hinaufzugehen. Danach führte er mich zum Nordtor und maß es. Es war gleich groß wie die anderen, mit seinen Nischen, seinen Pfeilern und seiner Vorhalle und den Fenstern an ihm ringsherum. Es war 50 Ellen lang und 25 Ellen breit. Und seine Vorhalle lag gegen den äußeren Vorhof hin, und Palmwedel waren an ihren Pfeilern dargestellt auf beiden Seiten. Und 8 Stufen waren hinaufzugehen. Und am Tor gegen Osten war eine Kammer, und ihr Eingang war bei der Vorhalle des Tores. Dort wäscht man die Brandopfer. Und in der Vorhalle des Tores standen auf beiden Seiten 2 Tische, auf denen man die Brandopfer, Sündopfer und Schuldopfer schlachtet. Und außen an der Seite, für den, der zum Tor hinaufgeht, nach Norden hin, standen 2 Tische und an der anderen Seite der Vorhalle des Tores auch 2 Tische. So standen auf jeder Seite des Tores 4 Tische. Das sind zusammen 8 Tische, auf denen man schlachtet. Und 4 Tische zum Brandopfer waren aus gehauenen Steinen, je 1,5 Ellen lang und breit und 1 Elle hoch. Darauf legt man die Geräte, mit denen man Brandopfer und Schlachtopfer schlachtet. Und Gabelhaken, 1 Handbreit, waren am Gebäude fest angebracht an beiden Seiten, und über den Tischen waren Dächer, um das Opferfleisch gegen Regen und Hitze zu schützen. Und außen vor dem inneren Tor waren 2 Kammern im inneren Vorhof. Die eine an der Seite neben dem Nordtor, die schaute nach Süden. Die andere an der Seite neben dem Südtor, die schaute nach Norden. Und er sprach zu mir: Die Kammer, die nach Süden schaut, gehört den Priestern, die im Hause Dienst tun. Aber die Kammer, die nach Norden schaut, gehört den Priestern, die am Altar dienen. Dies sind die Söhne Zadok, die als einzige unter den Söhnen Levi vor den Herrn treten dürfen, um ihm zu dienen. Und er maß den Vorhof 100 Ellen lang und 100 Ellen breit im Geviert. Und der Altar stand vor dem Tempel. Und er führte mich hinein zur Vorhalle des Tempels und maß die Pfeiler der Vorhalle, 5 Ellen auf jeder Seite. Und das Tor 14 Ellen und die Wände zu beiden Seiten an der Tür 3 Ellen auf jeder Seite. Aber die Vorhalle war 20 Ellen breit und 12 Ellen tief und hatte 10 Stufen, die man hinaufging. Und Säulen standen an den Pfeilern auf jeder Seite 1.